auf dem Testgelände technische Sicherheit der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung hier draußen in Mostwalde. Mein Name ist Klaus Urban, ich bin Mitarbeiter in der Abteilung 4 Material und Umwelt und Geschäftsführer im BAM-Arbeitskreis Risiko und Security. Von meinem Namen herzlich willkommen hier auf dem Testgelände der technischen Sicherheit. Was gilt es aus unserer Sicht, aus BAM-Sicht noch mal ein bisschen näher zu untersuchen, wenn wir einen Wasserstoffballon oder eine Anwendung leichter als Luft mit Wasserstoff betreiben wollen? Zum Thema Vergangenheit Cargolifter Story. Wir sind ja nun nicht erst in 2005 mit der neuen Cargolifter gestartet, mit dem Thema Ballone, sondern mit der Cargolifter alt, schon im Jahr 96 oder wie wir gleich hören werden, im Jahr 94. Wenn wir den fliegen wollen, dann würden wir gern sowas nehmen. Das ist ein Elektromotor. Dieser Motor wiegt 4,5 Kilo, hat einen Durchmesser von 21,8 cm und 6 cm dick. Die Leistung dieses Motors ist 13,5 kW, Spitzenleistung für einen Spitzenbetrieb von 2,20 kW. Zurück, hatte Jules Verne dann doch recht. Wenn ich mir das aus heutiger Sicht einfach angucke, da hatte der Mann total recht. Was er nicht wusste und nicht geahnt hat, ist, dass ihm das Ölzeitalter dazwischen kommt. Er meinte ja das Ende des Kohlezeitalters im Prinzip. Und dann kam das Öl und mit dem Ölmist, muss man einfach mal sagen, haben wir ja 100 Jahre ganz schön von profitiert, aber auch immense Probleme geschaffen. Und jetzt kommen wir langsam an den Punkt zurück, wo wir erkennen, das Öl ist nicht endlich und eigentlich ist es auch eine ziemlich widerliche Pampe. Ich habe mal diesen schönen Satz gehört, die Steinzeit ging nicht zu Ende, weil es keine Steine mehr gab.